Willkommen zurück. Eigentlich müsste ich jetzt hier, ich spiele mir das Lied vom Tod einfügen, weil ich weiß nicht, ob es gerade noch unten in der Ecke gesehen hat. Es gab einen Aufstand. Wir haben insgesamt 23 Tote. Also hier ist zum Beispiel ein Gemetzel. Ich meine, hier war der bewusstlose Häftling hier. Der hat meine Wachen, ich nenne es mal, gewone-shottet. Die sind hingelaufen, der hat einmal mit der Faust, zack, tot. Jetzt habe ich hier eigentlich gerade noch eine externe Hilfe reingeholt, aber bin nicht fertig geworden hier mit dem Bar. Also das ist fertig geworden, aber die Zellen sind noch nicht fertig. Hier ist auch einer tot. 23 Tote. Ja, komm, ihr dürft nach Hause gehen. Ich glaube, ich brauche euch nicht mehr. Überall Blut, überall Tote. Ich wollte euch eigentlich später zurückholen. Einige Bewusstlose. Ich habe gemerkt, ich habe hier oben noch eine Krankenstation. Das habe ich komplett vergessen gehabt. Katastrophe. Das ist echt heftig. Ganzen Leichenwagen, Einsatzwagen, Leichenwagen. Übel. 24 Todesfälle. Gab es hier noch mal einen? Oh ja, Bereitschaftspolizist ist gestorben. Alter Falter. Das ist ein Gemetzel. Es ist nicht mehr nur noch das Gefängnis des Grauen, sondern das Gefängnis des Gemetzel. Gemetzel. Das einzige Gute ist, ich habe noch vier zu viel im hohen Sicherheitstrakt. Beziehungsweise vier Gefängnisse fehlen noch. Vier Zellen, hey, das ist so übel. Mir geht auch das übles Geld aus, weil ich muss natürlich auch Strafen zahlen und habe sonstige Kosten, muss ständig neue Waffen ein. Was kann ich? Ja, Kleidung, Entschuldigung, hier unten Wäscherei und so. Die Häftlinge scheinen aufgegeben, sich wieder beruhigt zu haben. Ja, okay, das ist wegen diesen Arbeitszeiten. Boah, vielleicht war das auch ein Grund. Um das gerade so abging, hier oben war auch Gemetzel. Tot, 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 ein toter Häftling. Mal psychologisch gekillt worden. Hier ist sogar ein toter Bereitschaftspolizist. Gebetsmatten fehlen hier noch, okay. Ja, ich wollte beide die Kapelle einzurichten. Es ist echt übel gerade, Gebetsmatte. Ja, keine Ahnung, Mama. Hier 1, 2, 3 und hier 1, 2. Ich denke, das müsste eigentlich reichen. Oh Mann, hey. Dann lassen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit ran. Also, wie gesagt, eigentlich wollte ich ja später zurückholen, aber hier ging es gerade so dermaßen ab. Während des Aufstandes waren 22 aufständische Häftlinge. Da war ich gerade so beschäftigt, dass ich euch da nicht direkt zurückholen konnte. Das wäre natürlich noch besser gewesen, aber. Hast du Kleidung? Ist die Wäscherei mittlerweile zu klein oder wo ist das Problem? Da arbeitet halt auch kaum jemand. War Hausmeister, die sich dann immer wieder hier drin tummeln. Oh, du wirst ja sterben. Dass es mit dem Schmuggel besser wird. Wobei, jetzt habe ich noch ein weiteres Problem mit den Hundezwingern. Okay, jetzt schläft wenigstens ein Hund hier in dem dritten Zwinger. Die Hunde schlafen einfach nicht in diesen Zwingern. Also am Anfang waren es immer nur die oberen zwei, wo drin geschlafen worden ist. Ich weiß nicht, ich muss der Abstand dazwischen. So vielleicht. Dass sie dann drin schlafen. Also hier schlafen sie jetzt endlich mal drin. Belohnung, okay. Es sind immer noch so viele Blutflecken. Das ist echt übel. Nimm mal die ganzen Leichen bitte wegräumen. So, jetzt drehen hier noch ein paar durch. Wer räumt eigentlich die Leichen weg?
grundsätzlich mal so gefragt. Ah, die Wachen. Weiß nicht, habe ich zu wenig. Muss ich mal kurz gucken. Es sind 17, 64. Ich habe nur noch 64 einfache Wachen. Tatsächlich. Ich hätte 70. 21 stationiert, 4 patrouillieren, 19 arbeiten, 11 machen Pause, 27 brauchen Pause. Ich brauche mehr Wachen. Jetzt haben wir wieder 70. Ich habe halt auch bald kein Geld mehr. Gut, ich könnte noch die gucken, dass ich die Bananen verkauft kriege, wenn hier. Ach Leute, was ist denn jetzt schon wieder? Hier in der Einzelhaft. Schon wieder ein Toter. Ich habe doch gerade erst frisches Personal eingestellt. Euer Ernst. Irgendwas bist du eigentlich? Weil dann liegt hier Müll rum. Dann geht die Tür gar nicht zu. Oh. Fünf brauchen Pause von den bewaffneten Wachen. Staff Moral 0. 30 sind zufrieden. 6 haben ernsthafte Beschwerden. 8 sind im Dienst gestorben. Personal wird nicht gut genug bezahlt. Ernsthaft? Dann zahlen wir mal ein bisschen mehr. Was ist denn jetzt schon wieder? In der Einzelzelle gestorben. Wie? Hey, in diesem Knast ist gerade übel. Zwei Häftlinge sind gut behandelt. Die Banden, hey. Hier liegen immer noch Tote rum. Hier ist die Baustelle noch nicht mal fertig. Schon für Ewigkeiten beauftragt. Also vorhin war, ich habe das als Short aufgenommen. Das wird irgendwann mal kommen. Zu dem Zeitpunkt ist eventuell schon 7 Todesfälle. Jawohl, hier drehen sie schon wieder durch. Bewaffnete Wache tot, bewaffnete Wache tot. Guck, One-Shot. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe schon wieder 8 Wachen verloren. Und einige bewaffnete Wachen. Hier rein. Alter, was soll... Ohne Witz. Ich kriege das überhaupt in den Griff. Ich meine, wozu bewaffnete Wachen? Wir haben soeben erfahren, dass er ex für den Häftling so eine große Schmuggelware. Ah ja, super. Ja, toll. Okay, weg bedeutet, ich habe kein Geld mehr. Jo. Hey, warum denn auch nicht? Arbeitsmoral bei 2%. Aber was für ernsthafte Beschwerden denn? Mit dem müssen wir erstmal. Zellenblock D 200. Vergesst's. Kriege ich nicht hin. Ich wollte aber gerade was anderes gucken.
Moment, können wir hier was machen? Nee, nee, wieso auch? Bedürfnisse. Der Blasendarm. 16 Mitarbeiter sind wütend, weil dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. 61 warten verzweifelt. Also die auf Deutsch, die können nicht kacken gehen. Aber hier ist doch Klo. Muss ich, keine Ahnung, irgendwo hier eine Kantine in Klo einbauen oder was? Würde auch gern, oh, ich habe 22.000 bekommen, warum auch immer. Ich werde es hier. Ja, Taser-Ausgabe. Wir können auch die einfachen Waffen einen Taser bekommen. Wir haben noch sehr viel Platz für neue Insassen. Ja. Du mich auch. Muss ich erstmal wieder Ruhe einkehren und die ganzen Toten müssen abtransportiert werden. Langsam lohnt sich echt eine Leichenhalle. 20 psychisch Kranke. Ich habe schon wieder keinen Platz für die ganzen Psychos. Fünf in der niedrigen Sicherheitsstufe. Geil. Ich glaube, ich muss bei der Häftlingseinlieferung jetzt auf. Auch wieder auf niedrige gehen. Die geben zwar weniger Kohle, aber. Oh Mann, ja. Vielleicht lacht sich der eine oder andere ins Fäustchen, was ich hier fabriziere, aber 15, 16, 17 Todesfälle. Alter, was war hier los? 19 Todesfälle. Was ist hier los gewesen? Ich habe noch 59 Waffen. Ich habe einfach 10 Wachen verloren. Der Rest waren, glaube ich, gefangen. Ne, Gefangene sind keine gestorben. Glaube ich. Immerhin wurde das relativ schnell aufgeräumt. Der Leichenwagen kann eigentlich gleich da bleiben. So wie es bei mir momentan abgeht. Hier liegt nämlich auch noch ein Toter. Die Tür ist noch beschädigt. Warum repariert das eigentlich auch keiner? Warum ist das rot hier oben? Ernsthaft, warum ist das rot? Warum ist das hier oben rot? Ist zu kalt. Hier unten ist zu kalt, hier oben ist okay. Die Zellen hier unten sind alle zu kalt, weil die keine Heizung haben. Okay, das ist das eine. Wegen den Außenfenstern ist das immer das Problem. Hier ist heiß. Das andere ist okay. Der Zwinger ist ein bisschen kalt, aber jetzt schlafen die Hunde hier drin. Habe ich ja tatsächlich Abstand gebraucht. Warum sind die alle so wütend? Mitarbeiter, die können doch einfach aufs Klo gehen.
Warum gehen nicht einfach aufs Klo? Muss ich hier irgendwo noch öffentliche Klos einbauen oder was? Ein Ausbruch heute, das auch noch. Muss ich schon wieder eine Tunnelsuche starten? Gefunden. Ein Todesfall. Ach, schon wieder. Hey, unsere Wachen sind einfach zu dumm. Ohne Witz, die Wachen sind einfach zu dumm. Wie lange dauert das hier noch? Stunde noch. Vielleicht wird es mit dem Taser besser, ich weiß es nicht. So viele Morde wie hier passieren, mein Gefängnis ist wahrscheinlich gar nichts mehr wert, oder? 530 Todesfälle in den letzten 24 Stunden, 21 Ausbrüche, einer minus eine Million, also mein Gefängnis ist minus 480.000 wert. Ich frage mich, warum die so unzufrieden sind. Jetzt, also ganz ernsthaft. Ja, sie sind eingesperrt, ja. Brauchen die tatsächlich vielleicht. Vielleicht ist es zu schlimm, dass sie nur 2 Stunden Freizeit haben. Mach das mal so. Die haben ja eigentlich auch nur 2 Stunden Freizeit. Kriegen die halt jetzt auch noch eine Stunde Freizeit. Die kriegen eine Stunde Schlaf weniger, 6, 7 Stunden. Die schlafen auch 7 Stunden. Die laufen sich so oder so über den Weg. Gehen hier in den Hofen, gehen hier schlafen, dann kriegen die hier noch eine Stunde Freizeit. Haben die trotzdem eine Stunde mehr Schlaf und die haben eine Stunde mehr Schlaf als alle anderen. Eigentlich ja auch falsch. Gehen hier eine Stunde Freizeit und dann schlafen die 6 Stunden. Vielleicht hilft das ja. Jene, ja, Sicherheit. Training, Familie, Erholung. Na gut, Erholung ist Freizeit, okay. Vielleicht kriegen wir es da doch ein bisschen in den Griff. Und die sollen einfach kacken und pinkeln gehen. Also das ist echt eine Katastrophe. Ich habe zwei Personalräume mit Klos. Und die gehen einfach nicht. Ich meine, der hat Blase und Darm ist bei dem voll. Geht er jetzt aufs Klo? Nee. Er geht halt einfach nicht aufs Klo. Leute, das hier wird dann neu zugeordnet oder wie? Wenn so. Sicherheit, ja. Sicherheit. Na, ja, das ist mal wieder einer. Kann jemand mal das Seil wegnehmen?
Ich habe hier keine Wärter mehr. Achso, die Wärter habe ich rausgenommen und die Krankenpfleger. Ja. Denn überhaupt noch genügend? Stellen wir nochmal zwei ein. Ich habe fast keine Kohle mehr. Okay, ich hatte mal sehr viel Geld. Das ist dahin. Moment, jetzt kann ich doch hier bei Programme. Therapie hat noch keiner bestanden. Auch nicht schlecht. Will keiner machen. Geistige Führung, genau. Geistige Führung, das war's. Verhaltenstherapie, kein Lehrer. Haben die schon wieder mal einen Psychologen gekillt? Ich kann ihn mir nur nicht leisten, ich bin pleite. Ja, geil. Ja, mein Psychologen. Seit ich den Psychologen hier hingestellt habe, schon wieder der nächste tot. Ach, hier ist der Psychologe, ja. Luxusgüter. Der schläft einfach hier. Arbeitsmoral ist niedrig. Uns geht das Geld aus. Ach was. Ja, stell dir vor, wir sind im Minus. Oh Mann, hey. Ich schlag gerade die Hände über den Kopf zusammen. Das Spiel macht mich fertig. Wie habt ihr das in den Griff gekriegt? Also die Schmuggelware ist ein Problem. Diese andauernden Aufstände. Ich sollte jetzt mal die Bananen verkaufen. Hier liegen ein paar. Juhu. Aufgabe erfüllt. Bauen Sie 20 Schultische. Habe ich doch. Auch hier fehlt schon wieder einer. Das ist die Aufgabe, die habe ich nie geschafft, oder wie? Ein Häftling soll den Kurs Allgemeinbildung abschließen. 10 die Grundlagenausbildung, ja. Kultisch. Belohnung bekommen. Wieso hat er einen Schlüssel? Leute, der hat einen Schlüssel. Wieso hatte der einen und wieso kann das niemand sehen? Der ist durch einen Metalldetektor durchgelaufen. Die heißen alle Stubs. Einzelzellen schon wieder voll. Oh ja, das Ding ist einfach knallevoll. Alle sind sie in der Einzelzelle drin. Gut, es gab ja auch nur ein paar Morde. War nicht drauf geachtet, ob ich überhaupt genügend Essen mache. Schaut es eigentlich hier aus? Arbeitet hier irgendjemand? Oder aktuell haben wir keine Arbeitszeit. Was fehlt euch denn? Sicherheit. Sicherheit. Hier sind schon wieder Dinge gefunden worden. Ja, das ist ein Hund, genau.
Luxusgüter fehlen dir. Aber ihr habt ja hier unten den Laden. Da arbeitet nur keiner drin. Wobei, wir haben ja auch nach wie vor keine Arbeitszeit. Alle Einzelzellen. Ne, hier ist eine Einzelhaft frei. Wahnsinn. Also das Spiel, ich habe es gerade schon gesagt, ich weiß, das Spiel macht mich echt fertig. Vor allem das Personalbedürfnis, was das Pinkeln angeht, also ehrlich. Der hat Blase, Darm nicht ganz voll. Der hat Blase, Darm voll. Der hat Blase, Darm auch. Also grundsätzlich, was unsere Häftlinge sind nicht richtig fit. Ja. Zuschuss annehmen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Wollen Sie ein Restaurant? Nee, kann ich gerade nicht. Das Initiative für gebesserte Häftlinge, hatte ich das nicht schon erfüllt? Nee, wir sind bei 87%. Gehen die nach einer gewissen Zeit weg, wenn man sie nicht erfüllt? Aber das war doch was, was ich auch schon angenommen hatte. Ich meine, gut, ich nehme gerne nochmal Geld an, so ist es nicht. Ich würde Strafe zahlen müssen. Schon wieder ein Todesfall. Was ist der gestorben? Getötet bei Prügelei mit Wache. Ja, ich habe vorhin auch gesehen, wie so eine Wache einfach so geprügelt hat. So, Moment, wie ist das mit der Taser-Ausgabe jetzt eigentlich? Muss ich das jetzt noch irgendwie machen, oder? Projekt Gefängnisschlüssel, Schlagstock, Panzerweste. Okay. Diese müssen Sie in der Waffenkammer abholen zur Selbstverteidigung. Dann gibt es hier jetzt ein neues Objekt, das ich bauen kann. Wie kriege ich das mit den... Moment, das ist doch bei... Laserausbildung für Waffen, ja. Unterrichtsraum, ja. Zwölf bis 1 Uhr, okay. Ich hoffe, damit kriege ich mal diese ständigen Todesfälle in den Griff. Hier ist immer noch alles voller Blut. Hier. Können wir das nicht aufwischen? Ja, warum macht er hier Pause? Sollen die Leute rein, genau, hier in der Kapelle, keine Ahnung, geistige Führung. Hier. Eins war nicht in Warteschlange. Das ist einfach 100% erfolgreich. Mein Irrenprogramm, was das angeht. Was das hier angeht, werden wir wieder zwei Todesfälle haben. Die sind aber auch völlig irre. Die sind rot und blinken. Ich glaube, irre, wieso geht's nicht? Ich meine Horde an Hausmeistern, die jetzt alle nichts mehr zu tun haben. Treffen sich dann immer im Putzmittelschrank. Oh, okay, es ist Nacht. Hier mal kurz Gas. Schauen uns noch den nächsten Morgen an.
brauchen wir noch zwei und dann einen. Das sollten wir jetzt auch schaffen. 87 haben wir ja schon. Ach komm. Ja, du kommst dann bitte woanders hin. Ich habe halt immer noch 42 von der hohen Sicherheitsstufe. Ich habe zu wenig Zellen für die hohe Sicherheitsstufe. Das ist halt auch ein Problem. Aber ich habe halt gerade auch nicht wirklich Geld, um das auszubauen. Ich meine, ich könnte den Trakt selbst einfach noch ein bisschen ausbauen, aber da muss ich jetzt drüber nachdenken. Mein 12 bis 1 war Taser-Programm, gell? Ist auch lustig, der unterrichtet für niemanden. So, oder war es 1 bis 2? Ne, war 12 bis 1. Ausbildung. Ach, das ist nachts. Okay. Das ist nachts. Okay. Die beiden werden sterben. Ansonsten sind ein paar Ausrufezeichen weggegangen. 17 sind 16. Okay. Es schwankt. Fühlt sich wieder gut. Da wurde künstlich besänftigt. Wie ist die Arbeitsmoral? 19 sind mit der Arbeit zufrieden. 80 Mitarbeiter sind im Dienst geschoben. Personal wird nicht gut genug bezahlt. Wachen bräuchten Pause. Also ich vermute nicht, dass es noch was zum Transferieren gibt. Doch. Sechs Häftlinge. Zwei dürfen ganz nach unten. Dann Attacke. Haben wir jetzt genau 36. Dann hat jetzt jeder schwere Junge wenigstens wieder eine eigene Zelle. Okay, gut, dann machen wir an der Stelle Schluss. Hier sind zwei Zellen noch ein bisschen beschädigt, wie ich gerade sehe. Okay, sie werden gerade repariert. Was auch immer da passiert ist. Auch jemand randaliert. Ja, ich hoffe, das kriege ich noch irgendwie in den Griff. Also auch wenn es nur so nebennervig ist, aber das hier regt mich mit am meisten auf. So, Taser-Ausbildung verwachen. Ah. Okay. Die ist jetzt beendet. Haben wir das auch geschafft? 10 beendet, 9 haben bestanden. Gut, aber jetzt haben wir immerhin 9 Wachen und einen Taser in der Hand. Trainingsraum. Okay, das haben wir keinen. Das haben wir auch keinen. Was hier und da, dann geht halt einfach. Training ist so ein Ding, da sind sie nicht so begeistert von. Naja gut, aber ich wollte die Folge vor 2 Minuten schon beenden, deswegen mache ich das jetzt an der Stelle. Ich hoffe, das kriege ich noch in den Griff. Jetzt haben wir halt mal wieder finanzielle Sorgen. Mal schauen, ob wir die noch in den Griff kriegen. Aber wir haben ja hier
noch 12, die wir schaffen müssen. Und vielleicht schaffen wir die zwei auch endlich mal. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.